Servus zusammen und willkommen zu dieser Vorlesungseinheit zum Thema wissenschaftliches Schreiben. Die Einheit ist gedacht als Einführung für Bachelor- oder Masterstudenten, Universitäten oder auch FHs, gibt schon einen Fokus auf die Universität hier. Das kann man tatsächlich nutzen im Bachelor als Einführung. Es ist da wahrscheinlich schon relativ inhaltsschwer für den Bachelor und im Master kann das als Wiederholung dienen. Viel Spaß mit der Einheit. Die Übersicht, es wird wieder drei Teile geben in den drei Teilen. Im ersten Teil möchte ich über das wissenschaftliche Schreiben an sich reden, so ein bisschen Kontext und Motivation geben und über das Peer Review, also das gegenseitige Begutachten zwischen Forschern. Im zweiten Teil soll es um Struktur gehen, das heißt, was für Strukturen müssen wir beachten, was gibt es auch für Strukturen, die sich etabliert haben und die man einfach übernehmen kann und wo muss man selber Entscheidungen treffen, was die Struktur angeht. Und dann im letzten Punkt geht es um die Klarheit des Schreibens, um sozusagen Verbesserungen im Schreiben und um typische Fehler, die man im Schreiben vermeiden kann. Also, zum ersten Teil, wissenschaftliches Schreiben, Peer Review, klingt erstmal, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, selbst wenn ihr jetzt nur eine grobe Vorstellung vielleicht habt, was das ist. Wir werden gleich sehen, dass das sehr eng zusammenhängt. Im Peer Review muss man Gutachten schreiben, diese Gutachten müssen natürlich auch nach wissenschaftlichen Regeln geschrieben werden und andererseits braucht wissenschaftliches Schreiben Feedback und dafür eben diese Peer Reviews. Das heißt, beides ist sehr eng verwoben und wir gucken uns jetzt beides mal im Überblick an. Zunächst erstmal, warum eigentlich Forschung, warum Wissenschaft? Die meisten von euch werden an der Universität sein oder nur die Universität vielleicht kennengelernt haben und vielleicht noch Schulen. So, und bei Schulen ist es so, dass sie natürlich den primären Fokus auf Lehre haben, das heißt Dinge beizubringen, mal abgesehen vielleicht von sowas wie Jugend forscht. Das heißt, der Forschungsanteil ist sicherlich nicht bei null und es gibt auch ein paar Lehrer, die nebenbei irgendwie promovieren und ihre Promotionen abschließen. Dann gibt es Fachhochschulen, die haben sich darauf spezialisiert, Wissen, tieferes Wissen, praktisches Wissen zu vermitteln, machen aber auch Forschung und bei Universitäten ist das noch deutlich ausgewogener, wo man tatsächlich von 50-50 sprechen kann zwischen Forschung und Lehre. Jetzt ist es so, wenn ihr an der Universität seid, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr mit Forschung an verschiedenen Stellen in Berührung kommt, vielleicht in Lehrveranstaltungen, vielleicht aber mit Bachelor- und Masterarbeiten. Jetzt kann man noch mal aus einer anderen Sicht drauf gucken, nämlich Forschung und Industrie oder Wissenschaft und Industrie, wie hängen die eigentlich zusammen? Natürlich ein kleines Unternehmen kann sich nicht leisten, mit 2, 3 Mitarbeitern groß Forschung zu betreiben, sondern das, was wir da vorfinden, ist hauptsächlich Entwicklung. Große Unternehmen, Konzerne haben eigene Forschungsabteilungen, beschäftigen Hunderte oder Tausende von Doktoranden. Dann gibt es Forschungsinstitute, die sich speziell darauf fokussiert haben, so eine Mischung zu bilden, so eine Brücke zwischen eben Unternehmen, Industrie und Forschung. Dann gibt es eben die Fachhochschulen, die durchaus ein bisschen angewandtere Forschung betreiben und dann Universitäten, an denen hauptsächlich Grundlagenforschung passiert. Warum ist das für euch wichtig? Natürlich sozusagen, und ist auch hier soll das nicht darüber hinwegtäuschen, auch an der Universität wird entwickelt, auch da wird, gibt es sozusagen ja auch nicht wissenschaftliches Personal, unabhängig davon. Und natürlich gibt es auch angewandte Forschung, ja, aber das ist so ein grober Trend, den man irgendwie verstehen muss. Das heißt, man ist an der Universität schon primär mit Forschung und nicht mit industriellen Fragestellungen befasst. Gut, Scientific Writing hat aber 2 Worte, nicht nur Wissenschaft, sondern auch Schreiben. Und die Frage ist, warum schreiben? Naja, mit Forschung kriegen wir irgendwelche Einsichten. Diese Einsichten wollen wir anderen kommunizieren und aber auch dokumentieren. Weil selbst wenn ich heute eine Einsicht habe, die möchte ich irgendwie aufschreiben. Natürlich kann ich das einfach auf einen Notizzettel machen. Denn ob ich mich darin nach ein paar Jahren noch zurechtfinde, ist eine andere Frage. Das heißt, da muss man natürlich gewisse Regeln beachten. Ob man sich die selber Notizen macht oder anderen, hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie die aussehen müssen. Und die Kommunikation, warum wollen wir jetzt eigentlich was kommunizieren? Na, wir wollen Impact erreichen. Was nützt es, wenn wir ganz tolle Ergebnisse haben, wenn Galileo, Einstein oder ähnliche ganz tolle Ergebnisse haben, aber niemand weiß davon?
Das heißt, wir wollen die ja kommunizieren, wir wollen Feedback dazu bekommen, wir wollen Kollaborationen haben, wir wollen mit anderen zusammenarbeiten, um noch weiterzukommen, um uns selbst weiterzuentwickeln, aber auch um bessere Ergebnisse erzielen zu können. Und natürlich auch, wir wollen Anerkennung und das sozusagen, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf, warum das wichtig ist. Es gibt hier einen Slogan dazu: Research is never finished until it's published. Da ist schon was dran, weil wenn es publiziert ist, dann ist es häufig auch der Punkt, wo man einfach an der Stelle aufhört. Das heißt nicht, dass man nicht mehr weiter forscht, aber dass man das Thema leicht wechselt, ja? Dass man an was leicht anderem sozusagen forscht. Und man muss begreifen, Publikation ist der Kernprozess, ist das Kerngeschäft sozusagen von Forschung. Und Publikation ist nicht nur der Prozess, sondern auch das Ergebnis und sozusagen das endgültige Ergebnis von wissenschaftlicher Forschung. Gut, warum eigentlich schreiben? Also können wir nicht auch einfach miteinander reden? Wir könnten das auch in Lieder verpacken und singen. Wir könnten zeichnen, wir könnten es präsentieren. Ja, ich habe einen tollen Prototypen gebaut, ich zeige den euch einfach. Wir haben mit Sicherheit, habt ihr im Rahmen von eurem Curriculum dann auch einen extra Foliensatz zum Thema Präsentieren. Das ist hier ganz out of scope, das werden wir hier nicht behandeln. Vortanzen werde ich euch hier auch nichts, keine Angst. Und wir werden auch nicht wissenschaftliche Ergebnisse vortanzen. Ja? Das ist relativ, hätte eine relativ geringe Informationsdichte. Die Frage ist, was verändert sich vielleicht mit Covid, mit der weltweiten Pandemie? Das kann durchaus sein, dass es da einen Shift gibt, dass man irgendwie demnächst mehr auf Präsentationen Wert legt, mehr Videos nutzt, um sich irgendwie weiterzubilden. Aber es wird das eigentliche wissenschaftliche Schreiben nicht ersetzen. Da bin ich schon relativ sicher. Gut, jetzt, was sind diese Einsichten, die man haben kann? Und dazu muss man verstehen, dass es verschiedene wissenschaftliche Beiträge geben kann. Und das ist hier jetzt ein bisschen stark vereinfacht, aber man kann das so grob in fünf verschiedene Arten unterteilen. Und natürlich ist es pro Fachrichtung so, dass eher der Fokus auf dem einen oder dem anderen liegt. Theorien, Beweise macht man natürlich eher in der Mathematik als jetzt vielleicht in Sozialwissenschaften. Aber trotzdem gibt es all diese Beiträge in allen möglichen Forschungsbereichen. Das heißt, es gibt theoretische Beiträge, das heißt, ich stelle eine Theorie auf, ich versuche Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, ich versuche Beweise dazu zu führen und Zusammenhänge dazwischen zu erkennen. Dann gibt es konzeptionelle Beiträge, das ist typischerweise etwas angewandtere Theorie sozusagen, also man überlegt sich Algorithmen, wie man das löst, man wendet Algorithmen an, in einer neuen Art vielleicht, ja, das ist im Moment so das Hype-Thema Machine Learning, jeder macht Machine Learning, aber nicht jeder entwickelt Machine Learning, sondern jeder wendet Machine Learning an. Oder auch neue Methodologien, ja, also wie arbeiten Personen zusammen und ähnliches. Dann gibt es die Artifacts, also in irgendeiner Form, gewisse Dateien, die wir erzeugen, seien es Programme, seien es Daten, irgendwelche Benchmarks oder weitergehend sogar automatisierte Ausführungen von Auswertungen. Dann gibt es empirische Arbeiten, die sich sozusagen damit beschäftigen, Experimente durchzuführen. Experimente, da denkt man jetzt irgendwie im ersten Moment, wenn man nicht so viel Forschung kennt, vielleicht an Ratten und ähnliches. Aber natürlich können die Subjekte sozusagen auch anders aussehen. Das können eben Tiere sein, das können Menschen sein, das können aber auch Programme sein, Algorithmen, die man gegeneinander abwägen kann. Darin auch den Begriff Hypothesen testen, das heißt, dass man eine Hypothese aufstellt und sagt, die möchte ich jetzt testen. Und dann gibt es noch Survey als Beitrag, das heißt ein Überblick über die Forschungsliteratur. Und was man damit erreichen will, ist, dass es ist manchmal relativ schwer, die passenden Forschungsarbeiten zu finden und man will es zusammenbringen, man will eine einheitliche Darstellung schaffen für die Leser, vielleicht auch eine gute Einleitung. Man will aber auch identifizieren, wo sind eigentlich jetzt noch die Lücken? Ja, also ich meine, jeder hat irgendwo eine Arbeit und zitiert ein paar andere Arbeiten, aber wo sind jetzt eigentlich die Lücken? Wo sollte die Community dran arbeiten und was sollte in der Zukunft passieren?
Diese fünf Beiträge, typischerweise haben wir die nicht alle zusammen in einer Arbeit. Das kann passieren, ist aber relativ selten. Oft ist es eine Auswahl von zwei oder drei dieser Beiträge, die man in einer Arbeit hat. Surveys sind oftmals eigenständige Beiträge, aber die meisten anderen kommen oft in Kombination vor. Gut. Welche Arten von wissenschaftlicher Literatur gibt es? Und das ist relativ orthogonal zu diesen Beiträgen, die ich euch eben beschrieben habe. Das Erste, wenn man an Literatur denkt, sind Bücher. Ja, und da rede ich natürlich jetzt über wissenschaftliche Literatur und keine Belletristik. Es gibt Bachelor-Masterarbeiten, die die meisten von euch irgendwann schreiben müssen. Es gibt Doktorarbeiten. Dann gibt es aber auch sowas wie technische Berichte. Das heißt, die Uni kann selber einfach sagen, oder ein Forscher an der Uni kann sagen, das und das habe ich geschrieben, das möchte ich veröffentlichen, die Uni veröffentlicht das selbst. Dann gibt es aber auch Magazine, das heißt Artikel in Magazinen. Ja, Magazin ist sowas, was man sich einfach immer zuschicken lässt und was teilweise auch ein bisschen populärwissenschaftlicher ist, insofern, dass es nicht jetzt der Kern der Forschung ist, sondern man versucht, die Beiträge aus der Forschung für die breite Masse sozusagen verständlich aufzubereiten. In der Richtung kann man natürlich beliebig weitergehen und gucken, natürlich gibt es Blogposts und Tweets und man kann jetzt gucken, ist ein Tweet jetzt noch Forschung, aber natürlich hat es inzwischen auch seine Rolle zur Kommunikation von Ergebnissen, von Einsichten und manchmal ist es eben ein Tweet, der einen darauf bringt, irgendwas zu lesen, was für einen interessant ist. Es gibt verschiedene Arten der Literatur, die begutachtet werden. Und alles, was ich jetzt vorher gesagt habe, bezeichnet man nicht als peer-reviewed. Natürlich gibt es für Bücher, werden begutachtet vom Publisher, Bachelor, Master, Doktorarbeiten haben einen Gutachter oder mehrere Gutachter teilweise sogar. Und das sind allerdings keine Peers, das sind keine Personen, und das werden wir gleich noch ein bisschen näher kennenlernen, die sozusagen unabhängig sind, ja, die an einer anderen Institution sind, die mit mir nichts zu tun haben und mir Feedback geben. Und das ist ein wichtiger Punkt, nämlich dieses Peer Review, wo wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und da gibt es verschiedene Beiträge, es gibt Zeitschriften, es gibt Konferenzen, Symposium, Workshops, das sind im Wesentlichen Treffen, wo man vorher irgendwas einreicht und vorschlägt, über das möchte ich sprechen und das wird dann angenommen oder abgelehnt, je nachdem wie gut die Forschung ist oder wie gut auch das wissenschaftliche Schreiben ist. Gut, und das geht aber auch beliebig weiter, dass man vielleicht bloß ein Poster vorstellen will und gar keinen Vortrag halten will oder Extended Abstract ist auch was in Richtung Vortrag. In Ulm, der lokale Bezug sozusagen ist, und das ist an vielen Unis relativ ähnlich, es gibt verschiedene Arten von Dissertationen, von Doktorarbeiten und für die kumulative Dissertation, das ist eine Dissertation, bei der man Vorveröffentlichungen hat und dann bloß noch eine kurze Zusammenfassung schreibt dazu, in der gibt es sozusagen oft die Forderung, dass man eben Vorveröffentlichungen hat und dass es eben mindestens drei sein müssen, und das eben an ein bestimmtes Level von Konferenzen oder Journals sozusagen stattfinden muss. Um das zu verstehen, nochmal kurz sozusagen, was sind jetzt eigentlich diese Workshops, Konferenzen und Journals? Ich meine, im Studium hat man normalerweise damit nicht viel zu tun, außer dass man, ihr werdet natürlich irgendwo Literaturrecherche betreiben, ihr werdet euch Sachen angucken und dann werden euch diese Sachen begegnen. Und da ist es natürlich auch gut zu verstehen, dass es eben diese verschiedenen Arten der Beiträge gibt und dass da meist was völlig anderes dahinter steht. Ein Workshop ist meist, ich arbeite gerade an was und da möchte ich Feedback zu bekommen. Ja, das heißt, ich schreibe über das, zum Beispiel 4 bis 8 Seiten, ich schicke das genau in die Community, die das trifft, die sich dafür interessiert und hole mir da Feedback und gebe dazu eine Präsentation und es gibt typischerweise so 10 bis 20 Teilnehmer. Eine Konferenz, was man da eher macht, ist nicht eine Arbeit, die noch sozusagen im Entstehungsprozess ist, vorzustellen, sondern da hat man schon was validiert, man ist eigentlich der Meinung, da sind wir jetzt eigentlich schon fertig und man präsentiert das typischerweise vor 20 bis vielleicht 500 Teilnehmern. Das sind jetzt Bereiche, ne? Es gibt auch mal, ich habe auch schon auf einer Konferenz gesprochen, wo es 12 Teilnehmer gab und es gibt natürlich auch Konferenzen, Ausnahmen, die mehr als 500 Teilnehmer haben. Die Beiträge sind meist ein bisschen länger, wir haben ein bisschen breitere Community, die dahinter steht. Das heißt, das sind nicht nur die, die sich super mit dem Thema auskennen, sondern auch die, die sozusagen in vielleicht etwas anderen Forschungsbereichen arbeiten.
Und dann letztlich die Journals, die Zeitschriften, wo man eher Ergebnisse, Erfahrungen aus 1 bis 5 Jahren Forschung darstellt. Man hat ein bisschen mehr Platz, oft so 15 bis 50 Seiten. Und wir haben einen sehr, sehr intensiven Review-Prozess. Wir kommen ja gleich noch zu Reviews. Man hat eine viel breitere Leserschaft, weil so eine Zeitschrift eben auch von Praktikern gelesen wird und nicht nur von Forschern. Und ja, es dann auch noch die Möglichkeit gibt, aber das typischerweise nicht der Fall ist, dass man das noch präsentiert. Aber das hat sich sozusagen in den letzten Jahren entwickelt, dass man auch zu einem Journal später vielleicht noch einen Vortrag hält. Dazu hier noch ein Hinweis: wenn ihr die Folien runterladet, in Rot sind die Links markiert. Hier ist ein Link auf eine deutsche Dokumentation von Quarks und Co., die ich relativ interessant fand, die nämlich sagt, was sind eigentlich Fake-Konferenzen? Ja, das sind ganz kurz Konferenzen, die kein wissenschaftliches, sondern nur ein kommerzielles Interesse verfolgen. Und da fallen oft genug sozusagen Forscher drauf rein. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass jetzt irgendwie alle Forschung kaputt ist, sondern aber ist vielleicht ganz gut für euch, da so ein bisschen sensibel zu werden, weil natürlich Fake-Konferenzen auch für euch eine Rolle spielen. Ihr wollt nicht unbedingt Beiträge von Fake-Konferenzen lesen und ihr wollt auch nicht später, falls ihr euch für eine wissenschaftliche Laufbahn entscheidet oder vielleicht auch während dem Studium an wissenschaftlichen Arbeiten mitwirkt, bei Fake-Konferenzen einreichen. Gut. Dann hier sozusagen mal etwas Text zitiert von der ACM, von der Association of Computing Machinery. Ich habe einen Hintergrund in der Informatik, deswegen sozusagen die Nähe dazu nicht ganz weit entfernt und die meisten der Zuhörer werden sicherlich auch aus diesem Bereich kommen. Die ACM hat Regeln aufgestellt, wann man Autor ist und wann nicht. Ja, also was man damit einfach vermeiden will, ist, dass sich einfach beliebig viele Leute draufschreiben, weil so eine Publikation ist was Gutes, also schreiben wir einfach beliebig viele Leute drauf und dann können die alle davon profitieren. Und deswegen sozusagen 4 Punkte. Man muss einen wissenschaftlichen, einen substanziellen Beitrag dazu geleistet haben, einen intellektuellen Beitrag. Also es reicht nicht, wenn man den Drucker wartet und in dem Institut und dann steht man plötzlich auf wissenschaftlichen Arbeiten mit drauf. Es reicht auch nicht, dass man einfach nur was runterimplementiert nach einer Spezifikation. Dass man teilgenommen hat an diesem Entstehungsprozess, an Drafts, und da kommen wir im zweiten und dritten Teil noch ein bisschen genauer drauf, dass eben eine Publikation nicht einfach, ich schreibe es runter und fertig ist es, sondern man hat viele Entwürfe und Iterationen. Sie müssen bewusst sein, sie müssen wissen, dass das eingereicht wird und sie sind gemeinsam verantwortlich für das, was da passiert. Wenn also es zu einem Plagiatsfall kommt, und dazu gibt es natürlich auch einen separaten Blog, den ihr dann euch anhören könnt dazu, wenn es zum Plagiatsfall kommt, dann sind eben alle Forscher dafür mitverantwortlich. Hier noch ein kleiner Beitrag, das könnt ihr euch dann einfach auf den Folien nochmal durchlesen, wenn es euch interessiert. Man muss nicht beim Publizieren nicht seinen realen Namen nehmen, man kann auch sozusagen einen Namen sich ausdenken und diesen Namen überall benutzen. Deswegen muss man aber trotzdem erreichbar sein. Das heißt, der Publisher, in dem Fall ACM, muss in der Lage sein, euch sozusagen identifizieren zu können und erreichen zu können, im Falle, dass es Probleme gibt mit dieser Einreichung. Gut, zum Schluss noch ganz kurz zum wissenschaftlichen Peer Review. Was ist das eigentlich? Zerlegen wir es mal. Review ist im Prinzip das kritische Lesen und kommentieren und direkte kommentieren, das unabhängige kommentieren sozusagen von Arbeiten. Und natürlich kann man das jetzt einfach einem Kollegen geben oder einem guten Freund geben, aber von dem bekommt man natürlich ganz anderes Feedback als von jemandem Externes, der nicht involviert ist, dass man jetzt kurz vor Abschluss der Arbeit steht oder was man für einen Druck hat, sozusagen jetzt schnell noch was zu publizieren, sondern jemanden, der einfach das von außen sieht und kann sozusagen und das ist der Idealfall sozusagen deutlich objektiver das begutachten. Peers, typischerweise 3 bis 4 von solchen Peers, von eben externen
Forschern, Experten auf dem Gebiet, Forscher sozusagen. Natürlich haben wir manchmal vielleicht auch Gutachter aus der Industrie und auch das nicht unbedingt schlecht, ja, gerade bei Beiträgen, die jetzt nicht unbedingt Grundlagenforschung sind, sondern angewandte Forschung. Und jetzt kann man sich fragen, wer ist das dann nachher? Naja, ich meine, das können im universitären Umfeld eben Doktoranden sein, die es nachher reviewen, Postdocs oder Professoren. Aber es wäre natürlich gar nicht denkbar, dass sozusagen alles, was so publiziert wird, nur Professoren begutachten können. Was ist das Ziel von diesem Peer Review? Das Ziel ist, wir wollen objektiv evaluieren, wir wollen konstruktives Feedback geben. Wir wollen aber auch basierend auf diesen Gutachten entscheiden darüber, was angenommen und was abgelehnt wird. Und damit ist dieses Peer Review das zentrale Element in dem jeglichen Forschungsprozess. Und wir haben so zwei Arten im Wesentlichen von Reviews, nämlich Single Blind, das heißt, die Reviewer sind anonym. Das dient ganz salopp gesagt sozusagen der Bestechlichkeit, um das zu minimieren. Dadurch, dass ich meine Reviewer nicht kenne, kann ich denen nicht einfach 500 € überweisen und dann nehmen die das Paper für mich an. Und Double Blind heißt, dass auch die Reviewer die Autoren nicht kennen. Das wird sehr kontrovers diskutiert, aber wird von immer mehr Konferenzen übernommen als Prinzip, insbesondere von sehr hochgerankten Konferenzen. Und das macht man, damit man nicht abhängig vom Namen, vom Herkunftsland, von der Bekanntheit in der Community entscheidet, sondern etwas objektiver sein kann. Aber das hat viele Konsequenzen und viele Nachteile auch für Forscher und Gutachter. Gut, warum machen wir jetzt dieses Peer Review? Naja, wir wollen Qualität sicherstellen. Wer will das? Naja, Publisher, Konferenzen, Journals haben sozusagen einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch und wollen nicht, dass alles da reinkommt. Wir wollen die Qualität auch sozusagen irgendwie messbar machen. Wir wollen das irgendwie in Metriken gießen. Das ist wichtig, wann immer es um Jobangebote geht, um wem verteilt jetzt sozusagen Deutschland Geld, an welche Forscher gibt Deutschland Geld, wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt KI, Klimaschutz, Digitalisierung, wir wollen das vorantreiben in der Forschung, wir wollen das investieren, wem gibt man dann das Geld? Im Prinzip ist es nicht alternativlos, das Peer Review. Eine Alternative kann sein, dass man einfach technische Berichte nimmt, die sind ohne Peer Review und man guckt einfach nach 5 Jahren, wie viele Leute haben das zitiert, wie viele Leute haben das gelesen. Das ist natürlich davon abhängig, dass man das sicher und gut machen kann, dass dieses System funktioniert. Da gab es große Fälle in Brasilien, wo eben diese Metriken ausgetrickst wurden von dem Zitieren durch eben viele Autoren und durch sozusagen viele Selbstzitate oder gegenseitige Zitate. Das Problem dabei ist, dass es erst messbar ist nach vielen Jahren und deswegen oft nicht einsetzbar. Gut, was muss man jetzt wissen, wenn man so ein Peer Review schreibt? Es gibt erstmal irgendwie einen Score, mit dem sage ich, ah, ich möchte das auf jeden Fall angenommen sehen oder ich möchte es auf jeden Fall abgelehnt sein und da gibt es noch Stufen dazwischen. Bei einem Journal ist das anders, da sagt man eher, es soll so angenommen werden, wie es ist, es soll nochmal überarbeitet werden, aber ich muss es nicht nochmal sehen, es reicht, wenn der Editor sich das anguckt. Major Revision, ich erwarte, dass es Änderungen gibt und ich möchte das nochmal gegenlesen und nochmal überprüfen. Oder Reject, ich sehe nicht, dass man das irgendwie in 1 bis 2 Iterationen beheben kann und auf einen publikationswürdigen Stand bringen kann. Ein anderer Punkt ist sozusagen, wie sicher bin ich mir selbst bei der Meinung? Weil manchmal ist man vielleicht an einer Publikation, die man begutachtet, näher dran oder weiter weg und da gibt es sozusagen auch verschiedene Scores von Experte bis keine Expertise. Was macht man da? Wie sieht so ein Review aus? Naja, man hat eine Zusammenfassung, wo man mit eigenen Worten sagt, wie man das Paper verstanden hat. Das ist wichtig, um zu zeigen, dass man es verstanden hat. Und an dieser Zusammenfassung erkennt man auch oft, wenn es ein Gutachter eben nicht verstanden hat. Dann hat man so 4 bis 7 Stichpunkte, in denen man sagt, das fand ich gut, das fand ich schlecht. Dann gibt es irgendwie so Major Comments, das heißt, was sind sozusagen diese Hauptpunkte? Im Wesentlichen versucht man da, diese Stichpunkte dann nochmal in Absätzen zu beschreiben, zu belegen, weil es reicht nicht, dass ich sage, ja, die Arbeit ist schlecht. Ja, das hilft nicht zur Verbesserung, das ist nicht konstruktiv und es hilft auch nicht,
Es geht nicht um Meinung, sondern es geht um Evidenz. Man will einen Nachweis geben, dass es wirklich diese Probleme gibt, und in den Absätzen versucht man das dafür zu argumentieren und zu sagen, warum das so ist. Und dann gibt es vielleicht noch kleinere Kommentare, Minor Comments im Englischen, die eben optional sind erstmal und die man sozusagen dann noch darunter irgendwie schreibt, die man einfach den Autoren mitteilen will, weil man sie gefunden hat, aber die jetzt nicht kritisch sind für die Annahme oder Ablehnung. Es gibt eine Ausnahme, es kommen nur bestimmte Arbeiten in diesen Prozess des Peer Reviews mit diesem Aufwand von 3 Leute, gucken sich das an, schreiben ihre einseitigen Reviews. Und das ist der sogenannte Desk Reject. Das heißt, es gibt über den Reviewern sozusagen noch eine Ebene. Es gibt Program Chairs oder wie sie auch immer heißen oder Editoren bei Journals, die eine Publikation erstmal grob angucken und entscheiden, ist es überhaupt wert, diese an Reviewer zu geben, oder ist sie so schlecht, ist sie vielleicht in der falschen Sprache, ist sie vielleicht so schlecht, dass man die überhaupt gar nicht begutachten muss, dann würde eine Ablehnung sozusagen sehr schnell erfolgen. Jetzt gibt es viele Kriterien, nach denen man vorgehen kann beim Review, und die Kriterien werdet ihr in dem zweiten und dritten Teil nochmal deutlich ausführlicher sehen an praktischen Problemen, die auftreten können, aber hier in Kurzform mal zusammengefasst. Ist es signifikant, das Problem, was adressiert wurde? Ja? Also ist es ein wichtiges Problem oder ist es vielleicht was, ich meine, es ist schön, dass man irgendwie das Sortierverfahren noch schneller machen kann, aber ist es jetzt wichtig? Ist es für irgendeine Anwendung wichtig, dass wir noch schneller sortieren können? Die Klarheit. Kann man es verstehen, was da drin steht? Oder muss es der Reviewer 5-mal lesen, um irgendwie das halbwegs zu verstehen? Ist es neu? Gibt es das vielleicht einfach schon in der Forschung? Weil dann wollen wir vielleicht nicht, dass es doppelt publiziert wird. Ist es korrekt? Also ist alles, was da drin behauptet wird, ist es wieder oder ist es nachgewiesen durch Beweise, Werkzeuge, durch Argumentation, durch Beispiele, durch Experimente? Ist es reproduzierbar? Können also die anderen Forscher mit ähnliche Ergebnisse erzeugen mit ähnlichen Daten? Und ist es replizierbar? Können andere Forscher ähnliche auf ähnliche Daten kommen, auf ähnliche Ergebnisse kommen mit anderen oder neuen Daten? Es gibt noch mehr, also Soundness, ist das alles sozusagen ja, gültig beschrieben, ist es gut illustriert, präsentiert und self-contained werden wir später nochmal aufgreifen. Gut, was haben wir jetzt in dem Teil behandelt? Was sind die Lessons learned? Also erstmal, warum brauchen wir dieses wissenschaftliche Schreiben? Wir wollen eben Sachen kommunizieren. Was für verschiedene Arten gibt es? Einerseits von wissenschaftlichen Beiträgen, andererseits von wissenschaftlichen Möglichkeiten, was einzureichen, und den Begriff Venue habe ich, glaube ich, vorhin noch nicht benutzt, der stand aber schon auf der Folie. Dann, wie entscheidet man eigentlich, wer Autor wird? Und da gibt es festgelegte Regeln, nach denen die man einfach befolgen muss, für die man natürlich ein bisschen Gefühl braucht, und es gibt Grenzfallentscheidungen dazu. Und wir haben über das Peer Review gesprochen. Was sind die Ziele vom Peer Review? Wie sieht die typische Struktur aus und was sind Kriterien, die man im Review sich mit angucken will? Ich möchte, dass ihr euch jetzt mal kurz Zeit nehmt und überlegt, was ist eigentlich euer persönlicher Bezug? Warum wollt ihr lernen, wissenschaftlich zu schreiben? Was könnten vielleicht aus eurer Sicht eben diese Randfälle sein, wo es nicht ganz eindeutig und klar definierbar ist, ob jemand noch Autor ist oder nicht? Warum ist, und das ist eher sozusagen nochmal zusammenfassen, nochmal verinnerlichen, warum ist eigentlich Peer Review so kritisch für Forschung? Warum braucht man das? Und wer möchte, kann sich eben diese deutsche Dokumentation zum Thema Fake-Konferenzen angucken. Viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich im zweiten Teil.